Gesundheit und Gesunderhaltung der Mitarbeiter im Betrieb. Das sind zentrale Themen, mit denen das Projekt Handwerk Vital und Demografiefest der Handwerkskammer Koblenz Betriebe für den aktiven Arbeits- und Gesundheitsschutz ihrer Mitarbeiter sensibilisiert. Das Projekt wird gefördert durch den Europäischen Sozialfonds und das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie des Landes Rheinland-Pfalz. Betriebliche Gesundheitsförderung ganz praktisch. Wie bei der Firma Andreas Fuhrmann, Antriebs- und Krantechnik aus Kehrig. Zu den nicht alltäglichen Aufgaben hier gehört auch das Wickeln von Kupferspulen für Motoren. Bei all dem hat Chef Andreas Fuhrmann immer die Gesundheit seiner Mitarbeiter im Fokus. Das junge Team soll auch in vielen Jahren noch möglichst gesund und damit leistungsfähig bleiben. Zum einen ist mir natürlich ganz, ganz wichtig, dass meine Mitarbeiter wieder gesund nach Hause kommen. Und deswegen führe ich auch diese Unterweisungen durch. Mal ganz davon abgesehen, dass es natürlich auch eine Pflicht ist eines Arbeitgebers, die Mitarbeiter zu unterweisen. Zu dem betrieblichen Gesundheitsschutz bin ich natürlich über diese Schiene gekommen. Ich hatte auf der einen Seite versucht, meine Mitarbeiter zu unterweisen bezüglich Arbeitssicherheit, dass sie nirgendwo runterfahren, dass sie sich nirgendwo verletzen und so weiter und so fort. Und dann hat sich das mehr oder weniger ergeben, dass man irgendwann auch dahin kommt, wie ernähren sich denn die Mitarbeiter? Und deswegen haben wir mit der Handwerkskammer damals angefangen, mal ein gesundes Frühstück zu machen auf dem Workshop. Und dieses Thema heute passt natürlich ganz gut dazu, dass man einfach mal, wenn man sich in einer Zwangshaltung befindet beim Arbeiten, dass man sich danach wieder entspannen kann und Übungen dazu an Hand bekommt. Und deswegen ist es mir ganz, ganz wichtig, dass die Mitarbeiter mitbekommen und merken und erfahren oder sensibilisiert werden, wo Gefahren auf der Baustelle irgendwo lauern. Betriebliches Gesundheitsmanagement und Gesundheitsförderung als Teil der Unternehmensstrategie. Und so wundert es nicht, dass Andreas Fuhrmann sofort hellhörig wurde, als er bei einem Vortrag vom Angebot der Handwerkskammer Koblenz erfahren hat. Nach einem gemeinsamen Seminar zu gesunder Ernährung folgen nun weitere Module zur Sensibilisierung und Prävention. Damit soll der Grundstein zu einem nachhaltigen Bewusstsein für Gesundheit am und um den Arbeitsplatz geschaffen werden. Viele Ideen verfolgen die Mitarbeiter direkt weiter. Zur anstehenden Teambesprechung mit Sicherheitsunterweisung gibt es heute leckere und vor allem gesunde Verpflegung. Die Ideen zu Smoothies und gesunden Burgern haben sich die Mitarbeiter aus dem Seminar für gesunde Ernährung am Arbeitsplatz geholt und weiterentwickelt. Gesundheitsförderung, die Spaß macht und schmeckt. Nach der theoretischen Unterweisung geht es gut gestärkt weiter. Denn AOK-Gesundheitsberater und Sportwissenschaftler Holger Ritter wartet schon in der Werkhalle auf das Fuhrmann-Team. Im Gepäck hat er zahlreiche einfache und effektive Übungen, die sich ganz leicht in den betrieblichen Alltag integrieren lassen. Und das ohne die betrieblichen Abläufe zu stören. Ergonomie, Informationen zum gesunden Rücken und praktische Übungen gehören zu den Inhalten dieses Praxismoduls. Die AOK ist einer von zahlreichen Kooperationspartnern des Projekts. Holger Ritter sieht ganz praktische Gründe für Sensibilisierungsmaßnahmen im Betrieb. Betriebliche Gesundheitsförderung ist gerade in Handwerksbetrieben notwendig, weil die Handwerker ja körperlich viel arbeiten müssen und deshalb auch viele Probleme haben, gerade im Bereich Rücken, Schulter, Nacken. Und deshalb sind wir heute hier. Wir gehen dann wirklich an jeden Arbeitsplatz und jeder Mitarbeiter wird dann auch analysiert, wird mit dem Mitarbeiter besprochen, was man vielleicht verbessern kann, um irgendwelche Langzeitschäden erst gar nicht zutage kommen zu lassen. Für die Mitarbeiter der Firma Fuhrmann trifft das Angebot ins Schwarze. Von der Geschäftsleitung bis zum Lehrling haben alle erkannt, Gesundheit ist wichtig und mit wenigen Änderungen im täglichen Arbeitsablauf kann Großes erreicht werden.
Das Angebot für Handwerksunternehmen reicht von Vorträgen über Gespräche zur Sensibilisierung hin zu Workshops in und außerhalb von Betrieben. Weitere Informationen zum Projekt und seinen kostenfreien Angeboten für Handwerksbetriebe gibt es im Internet unter hwk-koblenz.de.